Ich sehe hier keinen Button. Da bin ich jetzt doof. Hä? Leute, ich sehe da keinen Button. There must be a button. Bin ich jetzt total bescheuert? Soll ein Knopf sein? Oder? Nee. Oh, da ist er. Okay. Und du? There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Okay. Enter the code carefully. Ja. 1 5 6 2 8. Okay, ich war nicht schnell genug, weil ich gerade nicht wusste, wo 8 ist. Aber 8, ja, ich hätte wissen müssen, wo 8 ist. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Ich will nochmal. Gerne. Ich will nochmal. Also irgendwie ist Foxy nicht da. Ich will jetzt die 5 schaffen. Das kriegen wir schon jetzt hin. Motion trigger, parts and service. So. Erstmal mal. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secure to the conveyor. Das habe ich mir verdient nach der letzten Runde. Take it from there. Number? There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Yep. Enter the code carefully. Yep. 3 9 9 2 2 1 1 4 4 6 6 5 5 2 2 8 8 2 2. Good. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. Hä? Okay. Aber der Kopf hat sich nicht geöffnet. Wie kann ich denn den Kopf öffnen? Nee, da hat sich nicht geöffnet. Oder? Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. Oh. When you are there, I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device, and I can continue to speak to you. Okay. Now, press the green button to your left. Green this button will send to my me left. To the scooping room. Okay. Ich muss sie in die Schrottpresse bringen. Und sie hat mir davor geholfen. Sie möchte aber, dass das unbedingt diese Körperschaft wird. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Yeah. Ballora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. Okay. She will not follow you inside the scooping room. Okay. She is afraid. Go back now. Ja, dann lass mich weg. Oh, Herr Gott. Go forward. Stop.
Go forward and left. Ach du Scheiße. Go forward and left? Wie sollte ich denn da left gehen? Okay, Sly, du bist. Was? Ja, du bist. War mein letztes Leben. Ach, du willst unbedingt nach 5 schaffen. Ja, klar. Davor hören wir nicht auf zu streamen. Ja, aber ich hab verstanden, dass du das auch willst. Nein. Also wir wollen unbedingt schaffen. Du heißt wir und wir heißt eigentlich, du wirst es diesmal schaffen. Na dann komm. Wie schnell hat der Code eigentlich? 8 oder 9. Wenn es nicht sogar 10 waren. Musst du den parallel eingeben oder kannst du dir den erst anhören? Du musst ihn dir anhören und musst, also du musst den, nee, du musst immer, wenn eine Zahl gesagt wird, ihn einklicken. Okay. So. Und ich bin jetzt auf 3. Ich hol mir jetzt die Chips. Ja, ist voll okay. Ich habe auch schon irgendwie eine, schon irgendwie 2/3 der Packung weg. Geht's eigentlich schon los? Was muss ich da machen? Laufen mit B? Ja, aber ich bin in diesem Raum. Ja. Und dann? Laufen mit B und mit leer kannst du immer mal wieder Licht machen. Achso, in dem. Hä? Nee, da musst du hier unten rein. Achso, das ist schon gemacht. Hä? Ja, du bist im Dunkeln. Du musst mit W laufen und immer mal wieder leer drücken, damit du gegen nichts ranläufst. Wenn nichts im Weg steht, weiter laufen mit W. Jetzt bin ich durch eine Tür oder so, glaube ich. Ah, okay. Motion trigger, parts and service. Great job, und, reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secure to the conveyor. Our technicians will take it from there. Stimme, I'm pretending. Remember how I said I could pretend? Stimme. The cameras are watching. I must be careful not to move. Something bad happened yesterday. Something bad always happens. I don't want it to happen again. There is something bad inside of me. Ihrem Raum gesehen. I'm broken. I'm going to be taken to the scooping room soon, but it's not going to fix what's wrong with me. What is bad is always left behind. Will you help me? I want you to save what is good, so the rest can be destroyed and never recovered. But you must be careful. Ballora is here, in the room with us. Ballora will not return to her stage. Ballora will not return to her body. You must be careful. You must remain calm. Oh, das war Ballora. And listen to my voice. There is a button on my cheek. You must find it and press it. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully.
6. Muss recht schnell sein. 1, 8, 2, 6, 1, 4, 9. Good. A hatch should have opened. Take the card that you find inside. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. When you are there, I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device, and I can continue to speak to you. Now, press the green button to your left. This will send me... Ich bin mein Hinter-Device. You must follow my instructions in fun time. Go forward. Was? Go forward, ich drück W und dann kommt, wenn ich erschreckt. Hä? Keine Ahnung. Ein 24-Stunden-Stream? Nein, ist es nicht. Das ist kein 24-Stunden-Stream. Hä? Wir haben erst um 20 Uhr angefangen und wir wollen jetzt dieses Spiel mitbringen. Hey, wünsch dir was erhalten, ein 24-Stunden-Stream. Ah, nee. Also, so funktioniert das nicht. Der wünscht dir was ist eigentlich für ein Lied. Und der wünscht dir was und ein 24-Stunden-Stream wird das erst in der Monitorium Maintenance Vent open. Gute Frage. Wahrscheinlich irgendwann September. Frühestens. Davor habe ich nicht die Zeit dafür. Fuck. Irgendwas gehört oder so? Ich weiß nicht. Great job reaching parts and service. Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Noch geht's irgendwie nicht. Can you hear me? Ja, okay. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. 7 4 1 6 4 7 9 4 1 3. Good. Das ist jedes Mal anders. Ja, klar. Boah, es ist ja böse. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. When you are there, I want you to destroy this body. Put the card into your handheld device, and I can continue to speak to you. Now, press the green button to your left. This will send me to the scooping room. You must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ballora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. Go forward. Stop. Go forward and left. K.
Keep going. Stop. Be silent. Go forward and left. Stop. Go forward. You are almost there. Stop. She is right in front of you. Don't move. He is here to help, Ballora. He is not here to hurt us. Ballora, he is here to help us. Weiß nicht, was passiert. Go forward again. Ballora is behind you. She is afraid of the scooping room. She will not follow you. Okay. Warning, you've entered a highly dangerous area. You have entered from maintenance hatch 1B, reserved for cleaning and repair of the scooper. Entering this side of the room is strictly prohibited by unauthorized personnel. Okay, wasn't there yet? Scooping room. You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Funtime Freddy has already been here today. Ballora has already been here today. Circus Baby has already been here today. I've been out before. Oh Gott, they always put me back. Im Fenster. They always put us back inside. Da hinten am Fenster. Direkt. There's nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. What the fuck, was? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, du wurdest erschlagen? Ja! Ja, jetzt erfahrt ihr das, was ich euch schon sagte. Ballora ist schon längst tot, sie konnte euch nicht verfolgen. Circus Baby ist auch schon tot. Der im Fenster hat euch gelenkt. Ihr hättet genau in die andere Richtung gehen können, als er euch den Boot hat. Hätten wir? Er hat halt noch so ganz viel erzählt eben, weißt du. Also erstmal hat ihn mich wirklich gelenkt. Er hat immer gesagt, geh jetzt vor, nach vorne links. Stopp. Bleib stehen. Sie ist direkt vor dir. Beweg dich nicht. Jetzt ist sie hinter dir, geh wieder vorwärts. Also ein Kram die ganze Zeit erzählt, deswegen habe ich auch so Stopp gemacht. Und dann so, jetzt bist du im Scooping Room. Und irgendwo so Zeug erzählt, mit dass du, dass sie ja nirgendwo hingehen können. Und wenn die aber so aussehen würden wie wir, dann könnten die irgendwo hingehen. Und dann meinte ich ja, dieser Scooper, der, das tut nur ganz kurz weh. Und damit erschlägt mich das Ding. Ach so, der hat sich jetzt ausgehöhlt und ist jetzt in unserem Körper. Alter, wie hart, ey. Wenn nicht ausgehöhlt werden. Es soll, glaube ich, ein zweites Ending geben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also. Weil die Sache ist, wenn wir ja. Da gibt es. Ja, weil die Sache ist, wenn wir genau. Wenn wir nicht das gemacht haben, was ich gedacht habe, würden wir ja umgefahren. Also kein gutes, aber ein anderes. Es kann ja sein, dass du, wenn, wie er sagt, wenn du dann wirklich anstatt links, rechts drückst, dass es dann vielleicht mehr invertiert. Weil beim ersten Mal war ich einfach zu schnell, da habe ich einfach direkt schon, weißt du, da habe ich dann, habe ich was schon viel zu schnell. Ja, aber die hast du ja rechts, beide, rechts. Sie sagt es immer, sie sagt immer, geh jetzt nach da. Ja, aber ich mache es längst. WASD. Also, sie sagt nach vorne W, wenn ihr nach vorne links WA
Und dann sagt ihr mal Stopp, dann musst du halt sofort aufhören. Und ich glaube, das eine Mal habe ich irgendwie aussehen die Leertaste gedrückt, das darfst du halt gar nicht. Aber an sich ist es, bin ich jetzt den Weg, an sich fand ich jetzt nicht so, das war jetzt überhaupt nicht kompliziert. Das mit dem Code fand ich interessant, vor allem, dass der auf einmal anders war. Das hat mich, ich hatte nämlich schon so auf die 6 gegangen, weil ich wusste, das war mir erst mal mit 6 angefangen hat. Und dann so 7, so fuck. Ja. Ja, aber was sehen wir da daran? Wir haben das Spiel durchgeschafft. Ah, es war jetzt schon, aber es war, was halt jetzt am Ende krass war, war halt einmal bei dem Weg einfach, wie die da mit dir agiert. Dann auch diese Stimme. Ja, die und vor halt allem, wo sie halt, wo du halt in dem Raum stehst, du kannst nichts machen, hinten steht halt diese Elle Dingsbums, wie die heißt. Ja, bewegt sich da und sie erzählt dir halt diese Geschichte mit dem Ja und es wird ja nicht wehtun und so weiter. Also ich habe schon hier angefangen, langsam so Elefantenpickel zu kriegen. Weil das ist schon irgendwie krass gewesen. Ich denke so, was passiert jetzt? Und dann... Oh, der Wolf, der ist der Wasser. Der Hintergrund ist, wir sind die Person, die Animation gebaut hat. Unsere Tochter wurde von Purpose Baby getötet. Und er... Deswegen sah der schon so menschlich, ja genau. Okay. Jetzt ergibt, kommt so langsam schon raus. Ich weiß nicht, ich würde halt vielleicht mal überlegen, ob wir das mal probieren sollen, wie Wolf gesagt hat, dass wir... Und es wird noch besser. Viele Augen, die der Mörder des ersten Teils, der Purple. Oh. Also wir, Ernard. Okay. Passiert irgendwie nichts. Drück mal leer oder so. Enter. Enter leer kann. Escape hat was bewirkt. Ja, also muss ich dann. Also ich muss immer nur die entgegengesetzte Seite, ansonsten trotzdem vorwärts laufen. Wolf. Wolfram. Ach, jetzt bin ich da wieder. Welcome back to your last day on the job. That is the last day of your first week. Some of the most valued qualities that we like to see in new employees are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation. You've earned your 1 week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket, the cost of which will be taken out of your next paycheck. We have gift baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever popular cash basket. Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Exotic Butters. Ja, nehmen wir doch, ne? Exotische Butter. Please be aware that there are still 2 technicians on site today. Try to avoid interfering with their work if possible. Also, feel free to ask them why they are still there and encourage them to go home. Ja, okay. Seht ihr noch irgendwas? Ja, geht gleich los. Schöne Spieluhr. Licht ist aus. Yay. Auf den roten Knopf. In den Schacht, ja. Nein. Oh doch. Wow, kannst ja voll viel rumgucken. Motion Trigger. Entryway Vent.
hatte immer Angst vor den Schächten. Ich habe gedacht, da passiert was. Let's check on Ballora and make sure she's on her stage. Great. Now let's check on Funtime Foxy. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Your task today will involve more maintenance work. Circus Baby had a rough day and is in need of repair. Klar, da hängen Leute, aber es ist alles so, wie es sein sollte. By once again sneaking through Funtime Auditorium. As always, please proceed with caution. Ich meinte, er lenkt euch durchs Dunkel. Redet sogar mit einem Animatronic, der nicht da ist. Um euch zu überzeugen. Ja, das ist richtig. Das heißt, er hat die ganze Zeit das gemacht. Ist das ein Sack? Aber. Motion Trigger, Parts and Service. Irgendwie cool. Great job reaching parts and service. Das ist die ganze Circus Zeit Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Ja, Foxy ist schon tot, deswegen killt uns keiner in dem Raum, ja. Can you hear me? Aber Foxy, Foxy nicht I'm tot. Pretending. Remember how I said I could pretend? Party, Foxy. The cameras are watching. Ach so. I must be careful. Ah, ist egal. Something bad happened. Ich mag den Foxy als Büschel, der sieht so süß aus. Something bad always happens. Da musst du mal einen Wolf fragen, dass er dir mal einen Link schickt, dass du dir das Foxy-Büschel holst. There is a passcode that you must enter. Passcode macht Spaß. You can retrieve me. Enter the code carefully. 3 6 8 1 8 1 3 1 4 8 Good. A hatch should have opened. Spaß, Alter. Take the card that you find inside. Now you must turn back. I will guide you through Funtime Auditorium so you can reach the scooping room. When you are there, I want you to destroy this body. Ja, aber hier, dass du es mit Numpad machen kannst. Mit den Fingern so auf Numpad drücken. Now, press the green. Must follow my instructions in Funtime Auditorium. Ballora is going to follow you. She will try to catch you. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Ein Wählscheibencontroller basteln. Ich glaube, er will keine Wählscheibe. Er möchte so ein altes Telefon von den Tasten. Go forward. So ein altes. Stop. Wählscheibe wäre doof, dauert zu lang. Das Rad immer, bis die Wählscheibe wird. Go forward and left. Sehr witzig. Wieso? Ich bin vorwärts rechts gegangen, weil sie vorwärts links gesagt hat. Wolf. Was hast du uns da für einen Schluss erzählt? Das funktioniert nicht. Ja, kann ich nochmal PIN-Code eingeben. Ich guck nochmal nach. Ja, guck nochmal nach. In der Zeit. Zuschauen. Lass jetzt leider den Abschluss machen. Der muss jetzt das neue Rätsel finden. Also das neue Ending. Zusammen mit dem Wolf. Na super. Ja, das ist die Zeit, wo ihr geschlafen habt, die darf ich jetzt hier entspannen. Es tut mir leid. Hättest du mal früher wecken können. Ja, nächstes Mal gibt's
gibt's einen Eimer Wasser zur Wecken. Ja, einen Eimer, natürlich. Achso, Eimer Eiswasser wollte ich natürlich sagen. Mit Eiswürfeln. Dann machen wir auch gleich noch die Bucket Challenge. Die habe ich schon gemacht, lass das mal. Hast du schon gemacht? Runter. Da ist dunkel. Ich glaube, du bist schon so weit, oder? Ich muss halt mal vorwärts laufen. Echte Nachrichten. Nee, okay, das funktioniert so nicht. Wie er das gesagt hat. Muss man irgendein Minigame schaffen. Motion Trigger, Parts and Service. Welche schlechten Nachrichten? Great job, reaching Parts and Service. Muss irgendein scheiß Minigame Circus schaffen. Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take euch, it from there. Ich sagte, dass das Minigame was fürs Ending bewirkt. Genau das, ja, okay. Ey, ich hab's ja am Anfang probiert. Nee, dann hat das eher nicht. Dann schließen wir. Dann schließen wir. Pretending. Endgame, yes. Ups. Ja, das ist kein Problem, deswegen. Dann übergebe ich aber nochmal. Ja, dann übergebe nochmal. Aber erstmal muss ich hier mein Leben wegmachen, so. Jetzt in Ordnung. So, jetzt darf ich übergeben. Leben ist weg. Dann übernehme ich doch nochmal. So, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben Sister Location abgeschlossen. Ja, nicht mit dem zweiten Ending, wo man dessen Minigame noch hätte schaffen müssen. Aber wir haben es geschafft. Und ich bin sehr stolz auf uns. Also auf mein Wort ist, wir sind klasse! Ja, die Sache ist die, wir werden, aber mit dem Ende hättet ihr tatsächlich die Butter gekriegt. Welche Butter? Die Exotic die Butter? Exotische. Naja. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Der nächste Teil. Wolf, wie heißt dann der? Nach Sister Location ist dann Pizza Connection? Oder Pizza Collection? Pizza Simulator? Das ist doch Freddy's irgendwas mit Pizza. Ja, den Korb mit der exotischen Butter ist okay. Pizza Simulator, ja, sag ich doch. Freddy's Pizza Simulator, also das ist ja dann der nächste. Und danach Pizza Simulator kommt ja noch einer. Und einer ist dann noch in der Mache, soweit ich weiß. Okay. Der Fuchs hat mir gerade das Bild gezeigt, wie die... Gib mal her. Ich mach's nochmal auf, warte. Mach's nochmal auf. So. Und dann gibst du mir am besten auf quer, damit man es auch groß sieht. Wir sind so frei, damit ihr das seht, was wir auch gerade gesehen haben. Ich muss gerade mal rausholen. Eieiei. Ich hatte den schon zugemacht. Mal eine Minute, dann habe ich's. Ding, 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 ding. Ohne Werbung? Hast du es? Sehr gut. Ich brauche mal das Bild. So, damit ihr das auch mal seht, wie das dann aussehen würde. So, ich gehe mal da hin. Ich mache mich jetzt einmal groß, damit ihr das seht. So hätte Exotic. Oh, warte mal. So hätte die exotische Butter ausgesehen. Jetzt müsste. Stellt das scharf? Stellt es nicht wirklich scharf. Ist vielleicht zu hell. So. Nicht so einfach. Es liegt hier an diesem Licht. Ich muss mal das Licht wegdrehen. So. Wenn ich das Licht wegdrehe, dann müsste es vielleicht gehen. Auf jeden Fall, das ist die exotische Butter. Sie ist mehrfarbig in einem Korb. Das hättet ihr gesehen. So seht ihr es auch nicht. Vielleicht ist es zu hell eingestellt. Machen wir mal weniger hell. So, das ist zu wenig. So. Vielleicht ist es so besser. Seht ihr es so besser? Ja, guck mal, jetzt könnt ihr es sehen. Das ist die exotische Butter.
Wow, wow. Die hätten wir bekommen. Normale also, Butter, Schafsbutter, Kräuterbutter, Knoblauchbutter. Ja, diese Butter hätten wir bekommen. Diese Butter wäre ihr gewesen. Also sozusagen. Dies wäre ihr Weihnachtsgeld gewesen. Nee, nach Pizza Simulator. Wie heißt dann der nächste Teil, Wolf? Es kommt ja, ist ja noch einer. Also soweit ich weiß, ist ja noch Minimum einer. Lass mich mal kurz gucken. Und danach habe ich, ich habe sie, glaube ich, alle runtergeladen schon. Wo ist er denn? Ich finde den Pizza Simulator. Doch, da. Pizza Simulator, da ist er. Und dann. Help Wanted. Es gäbe theoretisch noch eins fürs Handy. Nein. Ja, Help Wanted. Help Wanted habe ich auch schon runtergeladen. Und dann kommt der neue ja noch. Der kommt ja irgendwann dieses Jahr noch. Aber bis dahin schaffen wir Pizza Simulator und Help Wanted. Ich glaube, Pizza Simulator, das sind ganz viele kleine Minigames gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe da nur mal so reingeguckt. Und Help Wanted ist ja dann so ein Best-of aller Teile. Wenn ich mich da auch richtig entsinne. Und ja, wenn wir damit fertig sind, mal gucken, für was ich, mit was ich die anderen zwei noch quälen kann. Was? Ich hab nämlich so durch die Blume bemerkt, das macht denen ja eigentlich schon Spaß, auch wenn sie immer jammern. Es hieß nur FNAF? Es hieß ja auch nur FNAF. Für mehr habe ich den Vertrag nicht unterschrieben. Welchen Vertrag? Ja, genau den. Das ist ein Knebelvertrag. Ich hab das Kleingedruckte nicht gelesen. Tja. Vielleicht liegt es daran, dass das Kleingedruckte so klein geschrieben ist, dass ich selbst nicht mehr lesen konnte, nachdem ich es geschrieben habe. Nee, auf jeden Fall mal gucken, was wir danach noch haben. Vielleicht fällt uns noch irgend so eine kleine Horrorreihe ein oder irgendein schönes kleines Spiel, wo man auch schön nach einem Tod oder nach drei Toten immer wechseln kann. Ich war ja schon am überlegen, ob wir Ding nehmen, Binding of Isaac. Aber das Problem ist, da bin ich so schlecht drin. Und am Ende sind die anderen so gut, dass ich mich echt schlecht fühle. nee, ansonsten, morgen geht's wieder weiter. Aber das wisst ihr ja, morgen Rätselstream Deponia. Und ab jetzt habe ich beschlossen, dienstags, weil ich hatte ja The Witcher angefangen, immer dienstags nach der Arbeit The Witcher zu machen. Ja. Ansonsten fassen wir mal zusammen. Sister Location. Ich fand die neue Spielmechanik sehr interessant. Die ersten zwei Nächte fand ich suspekt, weil man musste nichts machen, außer auf die Anweisungen hören und das machen, was in den Anweisungen war, weil man konnte nicht sterben. Isaac kann halt auch dauern. Also ich brauche für einen Run mal gut 45 bis eine Stunde. Ja, aber die Sache ist, wir schaffen ja keinen Run. Wir werden nach 15 Minuten immer sterben. Weil wir nicht gut sind. Außer die anderen können es. So. Ich glaube, aber Lumi hat es noch nie gespielt. Sly, hast du schon mal Binding of Isaac gespielt? Musst du mich jetzt in diese peinliche Situation bringen, als zugeben muss, dass ich es nicht kenne? Okay. Er hat es auch noch nicht gespielt. Dementsprechend, nein. Wir werden keine langen Runs haben. Nee, aber zur Sister Location. Im Vergleich zu den anderen Teilen, die ja eine Mechanik hatten mit, du musst aufpassen auf verschiedene Öffnungen bzw. verschiedene Gänge, damit die dich nicht angreifen, war das halt jetzt was ganz anderes. Du musst Teile auseinanderbauen, du musst irgendwo draufklicken, du musst Kombinationen nehmen, du hast irgendwelche kleinen Mini-Aufgaben, Minispiele. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hat mir echt gut gefallen. Trotz allem muss ich immer noch gestehen, mein optisch und atmosphärischer Lieblingsteil ist der im Kinderzimmer. Und zum Spielen finde ich immer noch den ersten am besten. Ich weiß nicht warum, aber das mit diesen Stahltüren fand ich cool. Obwohl der zweite auch gut war. Also, bis dato kann ich eigentlich alle empfehlen, außer 3. 3 gefällt mir immer noch nicht. Ich habe ihn auch immer noch nicht kapiert. Ja, mal gucken, wie die anderen sind. Es sind ja noch 2 übrig. Vielleicht gefällt mir eine atmosphärisch besser.
Hier muss ich gestehen, fand ich das mit dieser Animatronik-Stimme, mit dieser weiblichen Stimme sehr cool. Die dann immer so: Ich sag dir, wie du's machen musst, du dai. Das fand ich ganz cool. Das hat mir echt gefallen. Der Pizza-Simulator ist sehr lustig. Da freue ich mich drauf, okay? Da bin ich ja mal gespannt. Wenn er sich freut, habe ich Angst. Ja, die Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ob da eine Sarkasmusflagge gewunken wurde. Ob er meinte, sehr lustig im Sinn von sehr lustig, so wie Deponia. Oder ob er meint, sehr lustig, weil sehr viele Jumpscares und sehr gruselig. Und somit es für ihn sehr lustig wird. Ich glaube eher das Zweite. Du glaubst eher das Zweite? Ich glaube es auch. Deswegen dieses, da freue ich mich drauf. Ja, der Wolf kann sich auch gut amüsieren, wenn ein Spiel gut ist. Dementsprechend, er ist gar nicht so schadenfreudig, wie ich immer tue. Also, wie wir immer denken, dass er ist. Ist er nicht. Hoffe ich. Ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen Zuschauern. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern. Ist ja nur noch einer gerade wach. Die Lumi, wie gesagt, muss morgen arbeiten. Dementsprechend konnte sie jetzt nicht bis zum Ende mit dabei sein. Wer weiß, wer weiß. Ach, Wolf. Alles gut. Hauptsache, du spielst auch irgendwann mal wieder ein Horrorspiel. Damit ich mich auch mal wieder ein bisschen amüsieren kann. Aber spätestens ja zu Halloween. This is Halloween, this is Halloween, Halloween. Ja. Ich muss echt überlegen. Ich weiß noch nicht, was ich nach FNAF mache. Hab doch erst den Buddy Simulator beendet. Den habe ich nicht gesehen. Außerdem ist das sehr viel Text-Adventure und ich mag diese Text-Adventure-Spiele nicht. Click and Point ist cool, aber Text-Adventure ist nicht meins. Ich mag diese Spiele nicht, wo man eigentlich nur damit beschäftigt ist, zu lesen. Da kann ich auch ein Buch nehmen. Nee, aber ich werde mir das natürlich angucken. Vielleicht ist es ja doch was für mich und es gefällt mir. Schauen wir mal. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, gute Nacht und schlaft gut. Wir hören uns dann wieder morgen, wenn es heißt Rätselzeit mit Deponia. So, ich will aber jetzt noch was machen. Da-da, da-da. Ich muss noch mal kurz in mein schönes Mischpult rein, denn ich habe ja was vorbereitet. Das war auf jeden Fall der Horror-Stream, also die Horror Nights bei Rotundis Gaming Area. Ich sage gute Nacht, auf Wiedersehen, schlaft gut, euer Rotundi. Au!